Welcher Mann zaubert Bill Kaulitz denn da ein so schönes Lächeln ins Gesicht? Mit seinem neuesten Instagram-Post bringt der Sänger die Gerüchteküche zum Brodeln. Bill Kaulitz, Turtelei mit Mark Eggers beendet? Im Liebesleben von Bill Kaulitz geht es ganz schön rund. Erst zum Oktoberfest knutschte der Sänger den YouTuber Mark Eggers und war damit die heißeste Story auf der Wiesn. Offiziell bestätigten beide aber nicht, dass sie sich daten würden. In einem Interview mit RTL verriet Bill bloß: Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so. Alles deutete darauf hin, dass damit Mark Eggers gemeint sein könnte. Schließlich feierten die beiden auch zusammen auf Heidi Klums berühmter Halloween-Party. Doch wie es jetzt scheint, haben sich die Spekulationen nicht bewahrheitet. Bill Kaulitz teilt innige Fotos mit einem anderen Mann. Kürzlich teilte Bill neue Fotos auf seinem Instagram-Account. Mit dabei aber nicht Mark Eggers, sondern ein unbekannter Mann. Auf den Fotos bekommt der Sänger erst einen Schmatzer auf den Kopf und anschließend eine innige Umarmung. Die Beschreibung des Posts lässt viele rätseln. Viel verrät der Tokyo Hotel Sänger nämlich nicht, nur ein Herz-Emoji deutet auf eine engere Verbindung der beiden hin. Doch wer ist der Mann an Bills Seite? Das rätseln auch die Fans in den Kommentaren. Sei nicht schüchtern, verrat uns, wer er ist, schreibt ein User. In dem Post verlinkt uns der Sänger ein Glück das Profil des Unbekannten. Gianluca Fellini heißt der Mann, der Bill so liebevoll auf den Kopf küsst. Und der ist im Leben des Künstlers, wie es aussieht, nicht neu. Der Fotograf produzierte bereits ein Video für Tokyo Hotel und soll ein sehr guter Freund von Bill sein. Ob sich zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft entwickelt hat, bleibt abzuwarten.